An der Kieler Förde hat Reality-Girlie Alessia Herren spät am Abend eingesehen, dass sie sich um einen Schlafplatz kümmern muss. Jetzt rächt sich ihre Unkonzentriertheit vom Nachmittag. Hatte ich noch eben so eine Matte? Ja, die liegt irgendwo am Hafen, vergessen an einer Parkbank. Ohne Unterlage werden es wohl harte, kalte Nächte für die 19-Jährige. Ich hab diese Matte einfach liegen lassen. Ist mir erst gerade aufgefallen. Wo denn? Da, wo ich die Sachen her habe. Scheiße. Also für mich ist das gerade voll unangenehm irgendwie. Aber für ihren Chihuahua Gucci ist zumindest gesorgt. Im windgeschützten Ladeneingang hat er sogar eine weiche Decke. Ich fühle mich so richtig so verlassen, alleine. Oder wie krass, wenn ich so durch die Stadt gegangen bin, habe ich immer so, wenn jemand auf dem Boden liegt, guckt man halt mal hin. Und jetzt bin ich so auf dem Boden, wie die Leute so gucken, als wäre ich ein Alien oder so. Voll unangenehm irgendwie. Allein am Rande der Gesellschaft. Das ist bittere Realität für geschätzt fast 50.000 Obdachlose in Deutschland. Alessia hat sich früher oft herumgetrieben, die Schule geschwänzt. Sie drohte ganz abzurutschen, aber sie konnte sich immer darauf verlassen, dass ihre Eltern sie wieder auffangen. Diese Sicherheit haben Obdachlose nicht. Aber ich fühle mich so unwohl. Mir geht's gar nicht darum, irgendwie, dass ich jetzt so auf der Straße bin oder weil es kalt ist oder so. Mir geht's gerade darum, ich bin so voll alleine. Ich fühle mich so richtig alleine gelassen. TV-Sternchen Alessia Herren läuft verlassen durch Kiel. Sie ist prominent und obdachlos und weiß noch immer nicht, wo sie ihre erste Nacht auf der Straße verbringen soll. In ihrer Einsamkeit fällt sie Lara und Jonas auf, die eine Zeit lang obdachlos waren. Mittlerweile ist nur noch Jonas ohne festen Wohnsitz. Warum also warst du obdachlos? Also bei mir war es halt so, dass über einen bestimmten Zeitraum habe ich in München gelebt und habe da halt dann die Zelte abgebrochen und bin wieder zurück nach Hannover. Hatte eigentlich Pläne, halt mit Leuten zusammenzuziehen, was halt doch nichts geworden ist. Und dann ist es halt super schwierig, weil du kommst halt einfach aus der Situation heraus richtig schwer eine Wohnung ran. Erstens mal, wenn du halt dann da noch keinen Job hast oder sowas, ist es halt schon mal schwierig, weil viele, also sag ich jetzt mal, Vermieter halt auch sagen so, ja, wovon willst du das denn zahlen irgendwie so? Ja. Was kannst du uns irgendwie so, nee, das ist uns nicht geheuer, das machen wir nicht. Und wie hast du das überhaupt da rausgeschafft, also aus der Obdachlosigkeit? Eine Freundin von mir, die hat vorher mit meinem jetzigen Mitbewohner zusammen gewohnt und ist dann aus dem Zimmer dort raus und hat mir Bescheid gesagt. Und dann konnte ich zum Glück ihr Zimmer übernehmen und bin dadurch halt in so eine WG reingerutscht. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, also das, was einem am meisten mir helfen kann. Wenn man einfach eine gute Sozialstruktur hat, einen guten Freundeskreis hat. Durch das Gespräch fühlt sich Alessia schon viel besser. Und von der Erfahrung der beiden profitiert sie auch. Ja, wo soll ich denn, also wo könnte ich denn jetzt schlafen? Was auf jeden Fall ein guter Tipp ist, da habe ich auch schon öfters drunter gepennt, sogar unter der Schule hier in Kiel. Und da liegen zwei, drei Matratzen. Wir können dir das auf jeden Fall gerne zeigen. Ja, okay, wäre sehr nett. Die beiden zeigen Alessia eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Geschützt unterhalb einer Überführung an der Kieler Kunsthochschule lagern Paletten, Baumaterial und sogar trockene Matratzen. Hier sind Obdachlose geduldet. Eigentlich ist der Platz ideal, aber auch sehr abgelegen. Also hier kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe hier auch schon öfters geschlafen und hier ist das auf jeden Fall wirklich sehr ruhig. So alleine draußen zu schlafen. Alessia ist skeptisch. Mit ihrem weichen Bett in Köln ist das hier nicht vergleichbar. Aber die Unterlagen sind deutlich besser als der nackte Asphalt. Alter. Und nimm den Komm Hund mal her, Gucci. Ja, danke schön für alles. Aber klar. Dass ihr euch um mich gekümmert habt, dass ihr mir alles gezeigt habt. Und mit mir hier lang gegangen seid. Dankeschön.
Ja, kein Problem. Dankeschön. Ciao. Ciao. Vor der 19-Jährigen liegt die erste Nacht auf der Straße. Sie empfindet schon die vergangenen wenigen Stunden als unerträglich. Dennoch glaubt sie, viele Menschen seien freiwillig obdachlos. Also ich bin immer noch in der Meinung, dass man in Deutschland nicht obdachlos sein muss. Wie gesagt, es gibt Menschen, denen hat es halt sehr das Schicksal getroffen. Und es kommt halt auch immer auf den Menschen an und auf die Situation. Aber es gibt auch Menschen, die wollen das einfach so. Also ich vermisse meinen Freund sehr. Jetzt liege ich hier irgendwo unter einer Brücke. Das ist auf jeden Fall sehr hart. Anscheinend hat Alessia unterschätzt, welcher Einsamkeit Obdachlose ausgesetzt sind und wie sie ohne Unterstützung jeglichen Halt verlieren. Umso härter trifft die Schülerin jetzt die Realität.